schönen Dienstag. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennen aus Höljes in Schweden. Endlich ist es wieder trocken. Es geht nur ein paar Kilometer weiter über die Grenze Richtung Schweden aus Norwegen. Jetzt wollen wir natürlich hier auch Tag Nummer 3 angehen. Tag Nummer 2 heute diese Woche, Entschuldigung. So. Dann geht's aus. Jetzt wird's noch mit Laden. 1,2 Kilometer lang ist die Strecke übrigens. Das ist Hölle. Ja, die Qualifying, wie immer. 4 Läufe. Dann die besten 16. Dann die nächste Runde einziehen. So, gehen wir rein. Gut, ich werde mir alles ansehen. Viel Glück fürs Rennen. Dankeschön. Dann schauen wir mal, ob wir das hier auf die Reihe bekommen. In einer neuen Folge wird dort. Bereit. Ja, ja, komm. Wenn du dir durch Kurvenschneiden einen Vorteil verschafft hast, du könntest bestraft werden. Ich kann nicht strafen, so das. Ich habe jetzt gebremst mit dem Sitz. Ich muss aber anders fahren. Das ist die Strecke mit der komischen Kresse, okay? Ich muss mich jetzt wieder komplett mit zu konzentrieren, liebe Leute. Sorry, dass ich jetzt gerade weniger quatsche. Gerade nicht so einfach. Das ist echt anspruchsvoll, das Stück her. Dass wir ganz kleinen Fehler erlauben. Aber das kann ich dann auch durchaus interessant werden. Alle haben ihre Joker runterzerviert. Aber wir haben unser Ding gerockt. Die Rennkommissare haben entschieden, dich nicht wegen Kurvenschneidens zu bestrafen. Hätte mich ja schwer gewundert, wenn es so gewesen wäre. So, das war Lauf. Laufergebnisse. Zweiter? Wieso bin ich Zweiter geworden? Wofür? Habe ich das Ding nicht gewonnen? Oh,
Okay. Warum auch immer wir auf 2 gelandet sind am Ende. Hat er doch eine Strafe gegeben? Ich lasse mal, dass er Lauf nicht gewinnt. Nee, also der ist tot. Ich weiß auch, aus welchem Grund habe ich die. Habe ich die Zeit verloren. Also sagt mir, ich habe keine Zeitstrafe bekommen. Ich habe ja wirklich einen, hab doch eine bekommen und die haben mich die. Die haben mir die. Wie es aussieht, fahren wir um den Sieg mit, sobald alle Fahrer ihre Joker rumgefahren sind. Hey, komm schon! Du wirst von den Rennkommissaren überprüft, weil sie glauben, dass du vom Kurs abgekommen bist. Du könntest deine Zeitstrafe erhalten. Ja, ich bin ein bisschen gerutscht, meine Fresse. Nein, das sind nur die Quali-Läufe. Aber ich will das Ding trotzdem hier holen. Anspruchsvoller als sie jetzt gestern in Norwegen zum Beispiel. Das ist gut, dass da nur 4 liegt. Erster Angriff, und kein zweiter und werden als zweites gewertet. Ein bisschen sehr merkwürdig. Die Frage ist, ob er jetzt wertet nochmal. Aber mir da nochmal eine Zeitstrafe brummt. Die Rennkommissare werden keine Strafe für das Abkommen vom Kurs verhängen. In der GIF habe ich eben gerade auch bekommen, aber ich weiß nicht, ob es wieder reicht. Was ist das für ein Scheiß? Ich bin wieder Zweiter nur geworden. Ach, es geht um die schnellste Rennrunde. Moment. Natürlich. Und deswegen sind wir nur Zweiter geworden, weil wir nicht die schnellste Rennrunde gefahren haben. Deswegen holen wir auch nicht die 50 Punkte, sondern 45. Wir müssen echt jetzt irgendwie mal liefern mit der schnellsten Rennrunde. Okay, alles gut, ich verstehe es jetzt. Ich habe es gerade ein bisschen verstanden. Na gut, dann müssen wir da mal nochmal was nachlegen. Wir müssen diese 240er-Zeit knacken. Und, mach dich bereit. Das ist wichtig jetzt, das ist Zeit wichtig. Hey, komm.
einen Lauf will ich holen. Einen einzigen Lauf will ich holen. Unter die ersten 12 kommen. Aber es geht ums Prinzip. Es geht nur ums Prinzip. Mein Ehrgeiz ist da, das Ding zu holen. Bei 39,5. Das ist, ein guter ist der Sieg. Das ist ein guter Lauf. Ja, ich kann sie. Was soll der Scheiß? Wie viele? 2,38,9. Ey, das kann nicht sein, ne? Die kriegen mich immer wieder. Ich werde dreimal Zweiter jetzt hintereinander. Ich meine, Gott sei Dank, mit 3x45 Punkten, aber das ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen ärgerlich. Ich will das Ding gewinnen. Und nicht nur einen einzigen Lauf soll ich holen. Als wir 38 finden. Boah, was muss denn der, was für eine Rundenzeit? Was muss der für eine Rundenzeit gefallen? Bereit. Ich sehe der Mini, der neben mir steht. Der hat den Lauf eben gerade wirklich gesiegelt. Bei der Joker-Ausfahrt. Es könnte ein anderes Auto neben dir auftauchen. Das kann höllisch kaputt gehen. Die Zeit zu schlagen, die 2,38,50 ist richtig schwer zu schlagen. Liebe Leute, wir werden minimum dreimal Zweiter. Das wird zu schwierig werden zu schlagen zur Zeit. So, das haben wir gerade in der eigenen Reihe. Prüfen, ob wir vom Kurs abgekommen sind. Ja, die sind ich war viel zu schnell. Ich war kein bewusstes Abkürzen tatsächlich. Ich bin schwer, wenn wir keine Zeitschrift geben wollen.
Die Rennkommissare haben entschieden, dich nicht wegen Abkommens vom Kurs zu bestrafen. Reicht das, um den 60 zu holen? Endlich, zumindest einen Lauf konnte ich mir holen. Oh, fast eine Sekunde. Schneller als den letzten Zweitplatzierten. Wunderbar, zumindest mal einen Lauf geholt. Gut. Also 195 waren es nicht, aber 185 Punkte. Reicht auf jeden Fall fürs Finale. Und zwar sehr deutlich mit über 50 Punkten Vorsprung. So, weiter geht's mit dem Halbfinale. Die ersten drei aus dem Halbfinale sind weiter. Mal gucken, was jetzt aufgeht. Die Ampel ist rot. So, jetzt ist es egal. Jetzt geht es rein nur um die Position. Es geht nicht mehr um Zeit. Wie eben noch. Ich bin immer nach vorne, habe aber meine Joker-Runde schon absolviert. Jetzt 6 Runden sind sie jetzt. Genauso wie dann gleich auch im Finale Lauf. Im Viertelfinale muss ich jetzt wohl nicht mit der Bestzeit durchkommen. Da ist auch immer die Position wichtig, aber natürlich, wenn man gewinnt. Dreimal, zweimal, dreimal Erster waren die Ergebnisse hier. Warum noch eine Joker-Runde? Das hat uns Zeit gekostet. Ach, die paar Zeiten sind sie gut. Wichtig ist, dass der Mini da rausgeht, das ist der momentan auf Platz 6 liegende. Würde also nicht reichen, um ins Finale einzuziehen für ihn momentan. Das ist das mal wichtig. Und ja, ich weiß nicht, dass ich den Joker runter gefahren bin, aber war eigentlich nicht fast nicht. Das sind die Zeiten eigentlich jetzt nicht egal. Länger als die vorige. Ja, da ist eins, haben wir 39,2 gefahren. Der kommt davon nicht weiter. Das wäre wichtig, wenn der Mini raus wäre. Ich habe jetzt nicht das ganze Feld zu beruhen, aber wir haben es geschafft. Wir sind Erster. Gewonnen. Gut gemacht. So.
Finale, liebe Leute, der finale Lauf, den sehen wir jetzt in wenigen Sekunden. Und jetzt geht's auch wieder rein um die Position. Auf geht's. Auf geht's in den großen finalen Lauf. Der vorletzte Renntag. Oh. Dein Gegner hat gerade einen Frühstart hingelegt. Ah, er muss okay, also beide Joker-Runden fahren. Die Ampel ist rot. Das erste Mal, dass wir drinnen sogar hier sind. Weil er einen Frühstart drin hat. Nehmen wir mit der Ruhe. Reiß dich jetzt zusammen. Danke, das ist ja kaum. So, unten ist schon mal durch. Lass dich nicht ablenken und konzentrier dich. So, ich quetsche mich da mal richtig durch. Also 6 Runden mal natürlich, wie auch im Halbfinale. Ich bin gespannt, wie Frankreich wird. Ich würde mal gewissen, wie der arbeitet, der Ding bei der Joker-Runde zu sitzen. Einer hat er schon. Wenn du nicht fährst, bist du disqualifiziert, du kriegst eine Zeitstrafe. Ich will es gar nicht riskieren. Freue mich im Finale. Wir haben jetzt gleich Halbzeit und dann ist der Tag 2 oder jetzt ist Tag 5 auch erledigt. Das hier wird ganz schwierig werden, weil das vielleicht ein bisschen was mehr in die Ruhe jetzt hat. Beide Joker und Hada absolviert, hängt aber momentan auf der Platzierung 5, 4, 6. Hängt aber am 5. dran. Aber Vorteil war es natürlich keiner. Ja, nur um einfach die Autos zu holen. Ja, das hat sich nicht geschafft. Einmal das komplette Feld zu überrunden. Wir haben vorhin nur von einer Runde mittlerweile auf den Rest des Feldes. Damit ein klarer Finalsieg. Sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Das hat heute einfach so richtig gepasst. Jetzt hätten wir es im Halbfinale am Anfang nicht so aus. Ja? Aber es ist mal im Halbfinale und von allen Jahren
als es wirklich drauf ankommt, gewuppt. 25 Wärmepunkte wieder auf unser Konto. Wir sind auf Level 38 mittlerweile auf. Überragend! Ja, und den letzten Teil aus Frankreich, den sehen wir dann morgen. Bis dann. Tschüss.